Mein Name ist Julian Wolters, ich bin 33 Jahre alt, verheiratet und habe 3 Kinder. Ich bin 2013 in den Betrieb der Familie Fleischmann mit eingestiegen, der seitdem als Fleischmann Wolters GbR geführt wird. Der Betrieb liegt in Goch im Kreis Kleve am Niederrhein. Wir halten zurzeit ca. 350 Sauen mit Ferkelaufzucht und Jungsauenaufzucht für die eigene Remontierung. Besonders wichtig ist mir ein hohes Absetzgewicht und eine gute Homogenität innerhalb der Gruppe. Wir haben im Schnitt 16,4 lebend geborene Ferkel und es ist uns halt wichtig, die Saugferkelverluste möglichst gering zu halten. Ausschlaggebend für vitale Ferkel ist ein schneller Geburtsprozess. Diesen erreichen wir durch einen sanften Übergang vom tragenden auf das säugende Futter. Hierzu setzen wir die Nova-Schiene von 4Farmers ein. Wir bewirtschaften den Betrieb im 3-Wochen-Rhythmus mit einer 4-wöchigen Säugezeit. Um die Tiergesundheit weiter zu verbessern, setzen wir seit kurzem ein fermentiertes Produkt bei den Saugferkeln ein. Ferkel werden mit 30 Kilogramm verkauft, bis auf die Ferkel, die zur Eigenremontierung im Betrieb verbleiben. Die Ferkel werden mit einer Nutrix-Fütterung in der Abferkelbucht zugefüttert. Dazu setzen wir wieder Ferkelmilch, wieder Prästarter und wieder Absatzfutter ein. Wir arbeiten seit ca. 3,5 Jahren mit 4Farmers zusammen und werden durch Marc Hirne betreut. Mit Marc als Ansprechpartner konnten wir unsere Leistung deutlich verbessern. So sind wir dann auch durch Marc auf die Fermentation gestoßen. Zur Datenauswertung verwenden wir das Datenanalyseprogramm Agroscope. Ja, der Vorteil ist die zeitnahe Bewertung der Daten und darauf auch die Beratung angepasst. Die grafische Wurfnummernauswertung fördert durchaus auch schon mal Sachen zutage, die man anders eingeschätzt hätte. Ja, wir benutzen Agroscope auch, um Ziele festzulegen und die auch dann gruppenweise zu kontrollieren. Für die Zukunft wünsche ich mir eine noch verbesserte Abferkelrate, vielleicht mal auf 92% und Saugferkelverluste kontinuierlich unter 12%. Betrieb Fleischmann Wolters hat in 2017 den Agroscope-Pokal gewonnen, weil wir unsere Ziele von über 14 abgesetzte Ferkel pro Wurf erreicht haben. Wir haben es geschafft, weil wir jetzt ein lebendgeborenes Ferkel pro Wurf mehr kriegen wie vor 3 Jahren her und 1,5, 1,6 Ferkel pro Wurf mehr absetzen. Wir haben das geschafft, weil wir die Sauferkelverluste reduziert haben. Und rund abferkeln, leichtere Übergänge haben jetzt mit unserem Futter. Die Sauen, die sind fitter, rund abferkeln. Es ist eine Kombination von Übergängen von Rohwaren, das tragende Futter gut passt zu den lackierenden Futter. Und Julian hat natürlich mit seiner Fachmannschaft hat er auch ein gutes Auge drauf, dass die Sauen fit bleiben und nicht, dass der Kotkonsistenz in Ordnung ist. Und das sind eigentlich meiner Meinung die Gründe, dass wir das geschafft haben.